Schaut einmal, liebe Zuschauer, was man hier momentan beim Lidl in Spanien geschenkt bekommt. Solch ein kleines Schächtelchen. Und da steht drauf, Mini Huerto de Lidl. Das ist ein kleiner Gemüsegarten. Ja, was sich hier drin befindet und wie das Ganze funktioniert, das werden wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video anschauen. In solch einer kleinen Schachtel befindet sich Folgendes. Ein kleiner Blumentopf. Hier solch eine kleine Tablette gepresster Blumenerde. Dieses kleine Schildchen, perforiert, kann man hier ausdrücken. Und dann ist das das Schildchen mit der Beschreibung der Pflanze, die man dort einsieht. In dieser Situation Tomillo, das ist Thymian. Und hier nochmal die genaue Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt die gepresste Erde hier in diesen kleinen Blumentopf gegeben und etwas Wasser zugefügt. Und wie ihr sehen könnt, hat sich die Erde bereits aufgelöst, ist vom Volumen her aufgegangen. Ich habe jetzt aus dem Blumentopf etwas Erde abgenommen, lege hier das Vlies mit den Thymiansamen ein, gebe die Erde wieder oben drauf, damit die Pflanzensamen schön bedeckt sind. Dann werde ich natürlich dieses Töpfchen immer schön feucht halten, an einen warmen, sonnigen Ort stellen. Hier noch das Schildchen hinein, dass man weiß, was hier angepflanzt wurde. Und dann ist das Ganze fertig präpariert. Ist bestimmt auch was für die Kinder. Ist ganz nett gemacht. Hier mit solchen kleinen Comicfiguren. Der Tomi steht für Thymian. Mit dabei hier bei diesen Geschenken Tomate, Aubergine und Paprika. Nun bin ich gespannt, wie die Samen wachsen werden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssle.